Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns an, was ich für dich für den Monat September zeigen möchte, was wichtig für dich ist. Der Tiefpunkt, da fiel noch eine zweite Karte auf der Welle des Erfolgs und am unteren Kartendeck der Kompass. Lieber Wassermann, bei dir wird es im September so sein, dass du nach einer Enttäuschung, vielleicht nach einer Blockade, wo du sozusagen stecken geblieben bist, nach irgendeinem Ereignis, das dich ja, sagen wir mal, zutiefst berührt hat, im negativen Sinne, wird sich nun ab September der Erfolg einstellen. Die Lebensfreude kommt wieder zum Vorschein. Wir haben hier Chaos und Konflikt. Könnte sein, dass hier ein Streit stattgefunden hat, vielleicht auch ein Kontaktabbruch, je nachdem. Und wir haben hier die Gedanken. Was habe ich hier noch gesehen? Eine Veränderung ist auf dem Weg. Ja, die Veränderung haben wir hier sowieso. Ja, wir haben hier den Tiefpunkt und den Erfolg. Somit passiert hier im September definitiv eine Veränderung. Vielleicht auch gedanklich bei dir, findet vielleicht eine Art Bewusstwerdung statt. Die Königin der Schwerter wollte sich hier noch zeigen. Der Stern, die 3 der Stäbe, die 9 der Stäbe, die Königin der Münzen und der König der Kelche. Ja, wie gesagt, hier ist irgendetwas passiert. Irgendein Turmsturz hat hier stattgefunden. Deswegen haben wir hier ja auch diesen Tiefpunkt. Du hast dich nun zurückgezogen und wartest. Irgendwie hast du da gerade die Hoffnung verloren. Du glaubst irgendwie nicht, dass sich hier etwas verändern wird in kurzer Zeit. Aber es wird sich definitiv hier etwas verändern. Vielleicht wirst du es im September mit Sternzeichen Fische, Krebs oder Skorpion zu tun haben. Kann gut möglich sein. Vielleicht auch ein Erdzeichen Stier, Jungfrau, Steinbock.
Hier ist irgendetwas vorgefallen. Wie gesagt, deswegen bist du hier am Tiefpunkt, am Abgrund gewesen. Vielleicht hast du an einer Illusion festgeklammert und dann kam hier von außen etwas. Vielleicht hast du etwas gehört oder gesehen. Kann alles Mögliche sein, ja, dass diesen Turmsturz hier hervorgerufen hat. Und daraufhin hast du dich hier zurückgezogen von der Außenwelt und du wartest oder bist in einer Erwartungshaltung. Du glaubst nicht so wirklich daran oder bist nicht davon überzeugt, dass sich jetzt so schlagartig hier nochmal was verändern wird. Aber definitiv kommt hier Veränderung rein im September. Du wirst dich aus deiner Komfortzone oder aus deinem Rückzug wieder rausbewegen. Du bewegst dich Richtung Wunscherfüllung. Ist ja schon mal ganz gut. Und wir haben hier den Narr. Somit den Neuanfang, der sich hier bei dir zeigt. Und nochmals der Erfolg, ja? Also lass den Kopf nicht hängen, egal was gerade bei dir so los ist. Hier wird sich etwas verändern schlagartig. Wir haben hier den Ritter der Kelche. Zehn der Schwerter und die Mäßigkeit. Du kommst hier auch wieder in deine Mitte. Hier zeigen sich wieder die 10 der Münzen. Du kommst hier nach diesem Tiefpunkt wieder in deine Mitte, ins Gleichgewicht. Du findest wieder zu dir, du findest deinen inneren Frieden oder du wirst deinen inneren Frieden, den du in dir hast, wieder fühlen. Ja, und hier kommt Bewegung rein. Definitiv positive Nachrichten, Bewegung, relativ zügig. Und dadurch kommst du natürlich auch aus diesem Rückzug hier wieder heraus. Ich danke dir, lieber Wassermann, dafür, dass du zugesehen hast und wir sehen uns demnächst im nächsten Video wieder.